Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren gemütlichen Folge. Subnautica, super, wir haben einen Funkspruch. Wir drehen das Licht ab. Wo sind wir hier? Wieso ist es so stockfinster? War das gestern alles auch so finster? Ich glaube, das war gestern nicht so finster. Da sind wir. Wir müssen da nach oben. Dort lauert auf uns der Krabbenkalmar. Oh! Okay, auf einmal ist es nicht mehr finster. Gut. So, das sieht doch aus nach einer Garage, oder? Nein. Wir werden schon sehen, ob das ein Fehler ist. Finden wir hier irgendwo einen Eingang? Da würde ich mich sehr freuen. Einen Eingang. So, ich mache trotzdem Licht. Auch wenn das den Krabbenkalmar anlockt. Oh, eine Kaffeemaschine. Sehr cool. Super. Was haben wir da auch? Doppelbett. Da liegt Alkohol rum. Da haben wir das PDA. Integrating new PDA data. Das werden wir uns nachher anhören. So. Lex. Lex, Lex, Lex. Margaret, Bart, super. Das sieht so aus, als würde der echt auf uns hier warten. Wenn wir ganz, ganz vorsichtig darum schauen. So zum Beispiel. Einfach nur notationsmäßig. Nein. Ja, super, aber will ich gar nicht. Beißt er in unsere Motte? Weil das hätte ich nicht gern. Blähungen.
beißt in die Motte. Er beißt in die Motte. Das ist natürlich fies. Oh ja, jetzt ist er abgelenkt. So. Wie komme ich in den Raum rein? Da liegt noch ein PDA. Hier, yeah, PDA. So, wir werden uns auch später ansehen. Was? Da war gerade zu scannen hier. Lebensform. Ach so. Okay. Noch ein PDA? Die Katastrophe. Ach, da wäre der Aufgang, Abgang gewesen. Naja. Also wieder. Der Krabbenkeimer. So, und wenn wir da jetzt rausgehen? Hier eben nicht. Hier auch nicht. PDA-Data. Super. New Blueprint acquired. Okay, wir haben alles. Ja, da bin ich. Ja, toll. Mach uns das Ding nicht hin. Ja, nur wegen Luft holen. So. Ja. Einmal müssen wir noch hin. So, nämlich. Ach, wir waren ganz oben. Okay. Okay, in dem mittleren Stock waren wir auch. Da haben wir diese Platte gefunden. Die orangene. Da waren wir da drinnen. Ja. Da waren wir auch. Nur nochmal sicherheitshalber. Ich glaube, wir sollten echt weit weg von hier. Aber wir haben alles. Wir haben alles, meine Lieben. Wir haben alles. Na. So. So, dann würde ich mal sagen, schnell einsteigen. Jetzt tun wir so, als würden wir nicht hergehören. Ja. Oh. So, und kommen Sie mal weg von dort? Super toll, Ressourcen. So, dann nehmen wir noch ein paar mit. Quarz, warum nicht? So, jetzt kann man nämlich auch wieder Licht aufdrehen. Hat uns das jetzt geholfen, dass wir kein Licht aufgedreht haben? Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, toll. Was für eine Aufregung dort, oder? So, wir schauen uns gleich die Sprachaufzeichnungen und so weiter an. Ich würde nur gerne einen Happen verschlingen davor. 800 Meter, das kriegen wir hin. Noch mehr Quarz. Holen wir uns da gleich, bis das Inventar voll ist. Naja.
Oh, wird gleich heller. Sag mal, war hier nicht der genau er? Was für ein Riesenteil, oder? Sehr beeindruckend, finde ich. Da ist der Schädel. Riesenskelett. Riesenskelett. Heftig, oder? Sehr, sehr. Na gut. Au, wir müssen zurück. Sind wir da richtig? Keiner weiß es. Ich hoffe, da ist kein Dicker irgendwo, der an uns rumknabbern will. Ja, die Schwefelsuppe ist natürlich unangenehm, aber wenn man es braucht. So. Endlich andocken, reparieren und essen, trinken. Das alles wartet in der Base auf uns. So, na dann. Yeah. Welcome aboard, Captain. Was für ein Ausflug. Oh, die Sachen, ich freu... Oh, jetzt dachte ich schon, wir haben die Reisetaschen dort liegen lassen. Oh, das wäre es gewesen. So, ich würde gern Ressourcen auch mitnehmen. Die Frage ist nur, was? So, zuerst mal. Wir machen das mal so. Packen das da rein, weil es groß ist. So, da haben wir diese Ressourcen. Wir machen das mal voll hier. So, wie sieht es hier eigentlich aus? Ja, super sieht das aus. Energie ist auch voll. Das ist großartig. So, sehr gut. Dann werden wir ein bisschen was essen. So, orangene Tafel. Sehr fein, freut mich. So, und dann sollten wir vielleicht noch Marmormelone oder so. Ach komm, wir schneiden das Ding an. Nee. So, auf 2 das, auf 3 das, auf 4 das und auf 5 das. Ja. Nein! Der ist noch gar nicht so weit. Okay, so. Mal das. Essen. Essen. Ja, sieht doch gleich besser aus. So, einmal er hier. Und ich würde sagen, wir brauchen noch einen vierten Pot für Marmormelonen. So. Lebensform Zuchtbehälter. Super. Aber ich möchte einen Pflanzpot haben noch. Ah, wir haben kein Titan. Oder zu wenig. Ja, oder wir machen hier noch so einen Wandpot. Nein, geht eh nicht. Gut. Dann machen wir da dazwischen noch so einen Pflanzpot. Und alle sind glücklich. Also das bin ich mir nicht so sicher. Aber
können so tun, also. So, eingesetzt haben wir jetzt alles überall hier. Und der ist aktiv, dem fehlt nichts mehr, der ist am Wachsen. 99, super, die Kartoffeln kommen auch nach. Es ist großartig. Wir hören uns die Geschichte der Degasi-Leute weiter an. So, wir sind hier. Nummer 7. Please stop fighting and listen. We're sick. What? How? You've been coughing, right? Feeling itchy? Blisters? Yeah. The biometrics would have warned us if we were sick. It's something new. It's not in the database. Come on, then. What's it gonna do? Turn us inside out? Dissolve us into jelly? It's an alien bacteria. It's everywhere. Every organism on this planet. It's altering our genetic code. How are the creatures surviving if they're infected? I don't know yet. Want me to cut some of them open for you? Find out what makes them tick? No. Just tell me what you need, son. Materials, equipment. Just, can I have some quiet? I need some time to think. Margaret, Maida has boarded the habitat. What are you so happy about, Maida? Say, kid, I brought you something. Is that a Leviathan outside? Towed it home on the back of the sub. You killed that thing? It's still breathing. I was about to finish the job, but I can stay and chat if you'd like. No? Then make yourself useful and pass me that hardened blade. Are you out of your mind? You brought that thing here? What if it's not as dead as it looks? What if others come? You prefer it got curious and came of its own accord, or got messed up and dragged here? When we get off this planet, I am going to drag you through every continent, damn Federation. I have had it with you, risking our lives. Oh, stow it, Chief. The kid can't kill this disease without fish to study. I'm just bringing him home. But tell her. Tell her I'm right. You're both wrong. Marguerite, I can't find out how they resist the bacteria if you slaughter them all. It ain't always they oblige in coming in alive. He means you're being reckless. Father, the outcome's no better if we hole up in here and don't go outside. That we have to find a middle way. There is no compromise. Not while she's on my sea base. Your sea base? I'm going outside. Bart, Torgo has disembarked the habitat. Bart, come in. It's dangerous. Damn it, boy. I know you can hear me. Chief. Chief, get off the radio and put on your helmet. What? Brace! Tja. Came out of nowhere. An alien kraken, bigger than a cyclops. Tore a hole clear through the reinforced hull. I barely got my breather in time. I told her. I said others would come. The rupture threw me clear of the habitat, and the monster turned and bore down on me. Just as its tentacles came within reach, Maida appeared out of nowhere. She had a sea glide in one hand, a jagged piece of scrap metal in the other. She meant to butcher that beast or die trying. The last I saw her, she had the metal lodged in its neck as the monster did its best to shake her, contorting off into the darkness. I'm certain she got her wish. One way or another. Then I thought I saw a light deep below me. I hope maybe Bart had swum clear. I followed it. Now I wonder whether I saw anything at all. Our oxygen is low. The habitat is gone. I can't see the sky. Something surely has the scent of my blood. Nickel, ja, unverzichtbar. Super, haben wir. Gut. Fremde Daten? Moment, wir haben neue Baupläne.
Hier, orange eine Tafel. Ein Ionenwürfel und zwei Nickelerz. Yeah. Hm. Gut, orange eine Tafel. Und den Lichtstab, der fehlt noch immer. So. Darum geht's uns. Das wollen wir unbedingt bauen. Für den Krabs. Und dann bringen wir den Krabs runter. Was haben wir dann noch zu bauen? Der Lebensformen Zuchtbehälter. Irgendwo war er. Hier, da. Ja, 5 Glas, 2 Titan, das kriegen wir hin. Und wir haben einen neuen Funkspruch. Oh ja, Kaffeeautomat. Und wir haben einen neuen Funkspruch bekommen. Auch gut. Wollen wir auch haben. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, wir treten den Rückweg an. Machen wir das. Wir hätten noch ein bisschen Platz im Inventar. Und müssen hier noch einiges mitnehmen. Dann würde ich mal sagen, wir nehmen mit rauf Nickel, Schwefel, Schwefel, Schwefel. Einfach, wenn wir es oben nicht haben sonst. Und das Zeug würde ich alles unten lassen. Ja, vielleicht das Glas mitnehmen. Hm, weiß es nicht. Das Kupfer. Nee, das lassen wir auch. Ja, passt so. Oder? Ja. So. Noch ein paar letzte Blicke. Wir haben es ja gleich geschafft. Dankeschön. So. Raus mit uns. Oder? Ich würde sagen, ja. Aber das, meine Lieben, soll der Zukunftsanbart erledigen. Bis dann. Tschüss.